Ich bin Lukas und das ist... Oh, Moment. Und das ist Anna. Und wir beide sind Teil von Pix for Peace. Gemeinsam wollen wir mal schauen, was denn eigentlich im letzten Jahr alles von Pix for Peace so ablief. Angefangen hat bei uns alles mit dem Workshop Petura Oscura. Und da haben wir jetzt einen kleinen Rückblick für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. Ein Künstlerworkshop mit Designstudierenden der FHWS zum Thema Petura Oscura bildete am 6.12.2017 den Auftakt zu Pix for Peace. Petura Oscura ist eine vom Berliner Künstler Winfried Muthesius entwickelte Technik, die Malerei und Fotografie vereint und mehrere Zeitebenen umfasst. Ausgangspunkt bei Muthesius ist eines seiner Schädelbilder. Das schwere Kunstwerk wurde durch die Stadt Würzburg vor das Theater getragen, fotografiert und das Ergebnis dann weiter bearbeitet. Die Aktion sollte an den Habima-Skandal erinnern. 1930 wurden rund um das Theater viele Juden beschimpft, verfolgt und brutal angegriffen. Nach 2 Monaten präsentierten die Studierenden im Staatlichen Museum für Franken die Ergebnisse des Workshops zusammen mit Schädelbildern von Winfried Muthesius. Die Kunstwerke waren Grundlage für einen reichen Austausch über politische Themen, die jungen Erwachsenen auf dem Herzen brennen. Der Erfolg war so groß, dass weitere Ausstellungen folgten. Das war jetzt nur ein beispielhafter Workshop von uns von Pix for Peace. Viele weitere Workshops gingen zum Beispiel um Extremismus, Fake und Facts oder was ist eigentlich Mobbing? Bei all unseren Workshops ist es wichtig, dass die Teilnehmer kreativ sind. Um Kunst, Jugend und Demokratie zu vereinen, hat sich Pix for Peace einen Wettbewerb ausgedacht. Der Ganze lief online unter dem Thema Gegen Extremismus für Demokratie. Es wurden zahlreiche Videos, Songs und Texte eingereicht. Und die Qualität von all diesen Beiträgen hat es uns, der Jury, sehr schwer gemacht, sich zu entscheiden. Wer trotzdem den 3. Platz gekriegt hat, das seht ihr jetzt. Ich male eigentlich schon, seit ich denken kann. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht gemalt oder gezeichnet hätte. Ich bin die Romina, ich bin 29, ich wohne in Würzburg und ich bin Illustratorin. Also in einer Demokratie zu leben bedeutet für mich, dass man die Möglichkeit hat, aktiv die Gesellschaft mitzugestalten. Und ich finde, dass daraus auch so ein bisschen eine Pflicht entsteht für jeden Einzelnen, dass man auch was tut tatsächlich. Seit 2015 kümmere ich mich in meiner Freizeit um Kinder aus geflüchteten Familien und versuche auch immer up to date zu sein, was in den jeweiligen Ländern so abgeht und informiere mich dann im Fernsehen und im Internet. Wenn man sich natürlich vor allem vorstellt, dass genau die Kinder, die man halt jetzt schon sehr ins Herz geschlossen hat, verletzt oder tot sein könnten sogar, das ist irgendwie so ein Gefühl von Hilflosigkeit auch und irgendwie Wut auch und Trauer. Genau dieses Gefühl habe ich eigentlich in den Bildern verarbeitet. Ohne Starthilfe fällt es jedem schwer, so richtig kreativ zu werden. Aber ganz so schwer wollten wir es euch nicht machen. Und deshalb gab es gleich mal von Pix for Peace ein paar Inspirationen und Starthilfen, wie ihr denn kreativ werden könnt. Egal, ob mit einem Video, mit einem Song oder wie ihr richtig Texte schreiben könnt. Einen Song schreiben, ein Video produzieren, sich selbst in einem künstlerischen Rahmen ausdrücken. Eine einschüchternde Aufgabe, besonders wenn man so etwas noch nie zuvor gemacht hat. Um auch absoluten Kunstneulingen die Chance zu geben, mitmachen zu können, halfen der Filmemacher Lukas Kunzmann, Musikerin Lilliamon Clouds, Künstler Max Gehlofen, Fotograf Benjamin Brückner und Poetry Slammerin Pauline Fück, indem sie Tipps zu ihren jeweiligen Spezialgebieten gaben. Hallo, mein Name ist Pauline Fück. Ich bin der Max. Ich bin die Lilly. Ich bin der Benni. Ich bin der Lukas Kunzmann. Zur technischen Umsetzung würde ich euch empfehlen, euer Modell vor einen neutralen Hintergrund zu stellen. Das Modell vielleicht bitten, so 1-2 Meter vom Hintergrund wegzutreten, damit der Hintergrund schon automatisch unscharf vermeidet irgendwie Mittagssonne. Einer meiner Lieblingsstrategien, um auf einen Text zu kommen, ist einfach mal das zu beschreiben, was ihr vor mir seht. Vielleicht hat auch unser 2. Platz sich die Tutorials angesehen, obwohl sie schon seit langem viele gute Texte schreibt. Sie arbeitet als Editorin, hat ihren eigenen Blog. Und sie hat einen Podcast. Du, sag mal, Lukas, hast du dich eigentlich schon mal so richtig europäisch gefühlt? Gute Frage.
als ich mich endlich einmal richtig europäisch fühlte. Hinter Prag fällt die Klimaanlage aus. Die Luft im Eurocity-Waggon wird minütlich stickiger. Als eine Schulklasse im Teenageralter zusteigt, bin ich der Ohnmacht nahe. Kurzfristig halte ich es für eine ausgesprochen bescheuerte Idee, 10 Stunden lang mit dem Zug von Berlin in die Südslowakei zu gondeln, um als Brautjungfer im peachfarbenen Kleid einer Freundin bei ihrer Hochzeit beizustehen. Also für mich stand ehrlich gesagt schon immer fest, dass ich gerne schreiben möchte, auch beruflich und Journalistin werden möchte. Das Schreiben macht mir einfach Spaß. Ich freue mich über die Reaktionen von meinen Leserinnen und Lesern, wenn die meine Texte lesen. Das freut mich einfach, es bringt mir Lebensfreude. Mein Name ist Julia Hackober. Ich bin Journalistin, wohne in Berlin und arbeite bei Iconist, dem Lifestyle-Magazin der Welt. Da hat sich also ergeben, was sonst die Europäische Kommission mit dem mythosumwobenen Erasmus-Programm fördern will. Dass junge Leute sich vorstellen können, jemanden zu lieben, der nicht wie sie selbst in Stuppach oder Templin geboren und aufgewachsen und im gleichen Jahr beim Abi-Streich komatös betrunken gewesen ist. Demokratie bedeutet für mich, dass wir so leben können, wie wir leben, in Frieden und in Freiheit. Gerade für mich als Journalistin ist natürlich das Thema Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sehr wichtig. Wenn man sich mal anguckt, dass allein 2018 über 170 Journalisten weltweit inhaftiert waren, weil sie kritische Artikel geschrieben haben, weil sie regimekritisch eingestellt waren, dann merkt man überhaupt erst mal, wie gut wir es hier in Deutschland und auch in der Europäischen Union haben, dass wir eben diese Probleme nicht haben. Ja, als Journalistin heutzutage muss man sich ja breit aufstellen. Also deswegen habe ich natürlich auch einen eigenen Blog, juliahackober.com und auch einen Podcast, den ich zusammen mit einer Kollegin und Freundin mache. Und der heißt The Real Word. Es macht mir einfach Freude, mich mit verschiedenen Medien auseinanderzusetzen und mich auch mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht sonst im normalen Zeitungsjournalismus nicht so stattfinden oder da vielleicht auch manchmal nicht so ernst genommen werden. Von einer Kurzgeschichte nun zur Frankfurter Buchmesse. In Frankfurt haben wir von Pix for Peace uns ganz schön den Namen hinterlassen. Zuerst waren wir auf der Frankfurter Buchmesse und hatten dort eine Podiumsdiskussion mit einem ziemlich bekannten Künstler und einer Autorin. Und was der international bekannte Künstler Winfried Mothesius mit einer Kettensäge angestellt hat, das seht ihr jetzt. Frankfurt. Die 70. Buchmesse in der Main-Metropole überzeugte mit einem vielfältigen und anspruchsvollen Angebot. Das Pen-Zentrum Deutschland, der Börsenverein des deutschen Buchhandels und Media Campus als Kooperationspartner von Pix for Peace boten den Pix for Peace Youngstern eine Bühne. Dort diskutierten sie unter anderem mit Tanja Kinkel über das Wort und die Freiheit und stellten ihren Film Mut zur Wahrheit vor. 30 Fragen stellen. Wenn ihr mit Ja antwortet, dass ihr nicht stehen bleibt, sondern hier nach vorne lauft. Wenige Kilometer außerhalb der Messehallen, draußen auf dem Römerplatz, vor dem Golden Field, steht Winfried Mothesius mit einer Kettensäge. Kunst als Konfrontation, so arbeitet der Künstler Winfried Mothesius. Sie wurden Zeugen einer Zerstörung, die an die Bücherverbrennung 1933 an genau derselben Stelle erinnern sollte. Doch diesmal lasen junge Erwachsene Texte, die ein Zeichen setzen sollen gegen Extremismus sowie für die Freiheit des Wortes und die Demokratie. Dann zerstörte der Künstler sein vergoldetes Bild. Der Lärm der Kettensäge soll an den Jubel der Massen bei der Bücherverbrennung erinnern. Von Berlin und Frankfurt nun zurück nach Würzburg. Mit unserer Aktion Punch for Peace war es uns wichtig, die Menschen auf der Straße anzusprechen. Ich bin ganz ehrlich, wenn es draußen so kalt ist, bleibe ich am liebsten einfach drinnen und wärme mich mit einem heißen Getränk auf. Mit Hilfe von einem Glücksrad konnten die Leute sich per Zufall ein Thema auswählen, über das wir mit ihnen dann gesprochen haben. Um die Leute dazu anzuregen, haben wir als Belohnung dazu noch heißen Punsch ausgeschenkt. Sind Sie digital unterwegs, zum Beispiel digitale Medien? Oder? Sicher, ja. Ich bin digitaler Zeitungsleser zum Beispiel. Die Mails werden gecheckt, die Kontakte werden über Mailverkehr gepflegt, über Handy auch. Ja. Smartphone besitze ich noch nicht, vielleicht irgendwann. Aber das ist nämlich genau das Problem. Also von der Frau wird in heutigen Zeiten ein bisschen mehr abverlangt, weil wir ja immer noch das Geschlecht sind, die Kinder bekommen, zusätzlich noch arbeiten. Wir wollen ja auch arbeiten. Viele Eltern sagen, ja, auf die Schule kann unmöglich mein Kind gehen. Das ist ein Problemviertel, da
läuft alles schief und vielleicht auch keine guten Lehrer oder so. Geil. Ich glaube, die sind alle lecker. Sollen wir uns da Dankeschön. In den Punktstand stellen? Bitte. Unser erstes gemeinsames Jahr mit Pix for Peace neigt sich nun langsam dem Ende zu. Wie ihr seht, es gab viele Projekte in einem Jahr. Und mir persönlich ist der Kreativwettbewerb am meisten in Erinnerung geblieben. Dabei wollen wir uns nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, bei jedem Einzelnen, für jeden eurer tollen und kreativen Beiträge. Besonders hervorheben wollen wir auch den Gewinner der Kategorie 30+, Patrick Liberal, mit seinem Song Nous restons positif. Ich würde mal sagen, wir hören da mal rein. Seid erneut die Stimme zu erheben gegen fremden Hass, Hetze, negatives Beben. Aus Solidarität der Menschen rapp ich hier. Belegte zusammen Positivität, mein Elixier. Es ist kalt geworden in dieser Welt. Erwärmt die Herzen, was zusammenhält. Nimmt jede Veränderung als Chance wahr. Verschließt sich den Geist, das ist die Gefahr. Seid offen, positiv und tolerant. Gegen den emotionalen Flächenbrand im Land. Seht die Meinungsfreiheit bedroht. Satire bitte genießt, sonst seh ich rot. Lassen uns nicht unterkriegen. Lassen uns die Freiheit nicht verbieten. Drum tauschen wir uns gemeinsam aus. Wir liegen zusammen positiv geradeaus. Nous restons positifs contre la haine. Nous écrivons nos rimes contre la peine. Yeah, yeah, yeah. Uzun ince bir yoldayım gece gündüz. Yolum yokuşlama gidiyorum dümdüz. Bazen duruyorum düşünüyorum şu iki kapılı handa neler buluyorum. Neler görüyorum neler duyuyorum. Kime ve nelere güvenip inanıyorum. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Yine de deniyorum yine de deniyorum. Akıllıca adımlarımı atıyorum. Her sabah şafağa doğru hayır diliyorum. Hak yolunda ömür veriyorum. Ve alınacak halime gülüyorum. Gayret ediyorum yaşarız ileride. Ağaç gibi tek ve hür ve orman gibi kardeşçesine. Hep beraber hep birlikte hep birlikte. Nous restons positifs contre la haine. Nous écrivons nos rimes contre la peine. Was machst du denn da? Ich bin auf der Suche nach der Überleitung zu unserem nächsten Clip. Probier's mal damit. Klar, stimmt. Mit dem Instrument hat nämlich die Preissiegerin bei unserem Kreativwettbewerb den ersten Platz abgeräumt. Sarah mit ihrem Lied Lieblingsstadt. Wir gratulieren dir. Ich mache Musik, seit ich 7 bin. Und zwar habe ich einen Anruf von meiner Mutter bekommen, dass ich Klavierunterricht nehmen kann. Dann irgendwann mit 18 habe ich eine alte Klampfe bei meiner Tante gefunden und habe dann angefangen, damit zu spielen und eigene Songs zu schreiben, was mich total fasziniert. Und ich wohne hier seit Jahren. Mein Vater sagt, geh nicht fort. Ich brauch dich hier, ich brauch dich bei mir. Hallo.
Hallo, mein Name ist Sarul Dubiel und ich bin die Sängerin von Sarah T Musician und studiere zurzeit Zahnmedizin in Würzburg und mache nebenbei noch viel Musik. Meine Freunde winken mir zu und ich will hier weg. Ich komme ursprünglich aus der Mongolei. Ich bin mit 7 hierher gekommen nach Deutschland und fühle mich bisher pudelwohl. Ich bin aber auch öfters mal in der Mongolei unterwegs. Demokratie bedeutet natürlich an erster Stelle Meinungsfreiheit. Es bedeutet aber auch Meinungsfreiheit in der Hinsicht, dass man keine Hetze betreibt auf Facebook oder auf Social Media, dass man aufeinander hört und sich austauscht. Ich würde gern mal Cello lernen. Das habe ich mir eigentlich schon seit längerem vorgenommen, aber ich hatte die Zeit nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr kraftvolles Instrument. Und vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann lerne ich dieses Instrument kennen. Also ich sage immer ganz gerne, Music connects people. Musik verbindet die Menschen und überwindet Grenzen. Und das ist in unserer Gesellschaft zurzeit sehr wichtig. Und ich hoffe, dass sich alle mit der Musik beschäftigen und auseinandersetzen und damit Frieden herbeirufen. Zurück zu dir und ich will hier weg und ich will eine Fort. Mich braucht hier kein Mensch und ich will eine Fort. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch an unsere verdiente Gewinnerin. Wer jetzt denkt, mit Pix for Peace ist es jetzt erstmal vorbei, der irrt sich. Uns wird man nämlich nicht so schnell los. Im Gegenteil, wir haben vor, uns noch weiter zu verbreiten. Unsere nächsten Stops wären Augsburg, Mannheim, München, Frankfurt und auch Berlin. Wenn ihr wissen wollt, was da so abgeht, dann schaut doch gerne mal auf unseren ganzen Social Media Seiten vorbei, wie zum Beispiel Instagram, Facebook und YouTube. Und natürlich nicht vergessen unsere Webseite www.pixforpeace.de. Auf all diesen Kanälen findet ihr auch die neuesten Infos zu unseren neuesten Ideen. Zum Beispiel ein europäisches Musikprojekt. Übrigens, nicht vergessen, 2019 steht auch die Europawahl an. Wir hoffen, wir sehen euch noch bei vielen anderen Projekten. Und bis bald. Wir zählen auf euch.